Nachdem ihr nun schon einiges wisst, was es für Möglichkeiten gibt, einen Testosteronmangel auszugleichen, möchte ich im letzten Teil dieser Reihe erzählen, wie man mit der Ernährung den Testosteronspiegel positiv beeinflussen kann. An dieser Stelle möchte ich aber den Hinweis eines Zuschauers aufgreifen, dass wir insgesamt auf unsere Ernährung und unsere Lebensumstände achten sollten. Wobei ich ja schon mehrfach in meinen Videos erwähnt habe, dass wir so viele Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen können, wie wir wollen, diese aber nur bedingt helfen, wenn wir ansonsten nur Müll zu uns nehmen. Koffein hemmt zum Beispiel die Aufnahme von Eisen und erhöht die Ausscheidung von Calcium und Magnesium. Und bei starkem Kaffee- und Teegenuss erhöht sich der Verbrauch von Vitamin B1. Raffinierten Zucker sollte man am besten komplett meiden. Durch den Verzehr von Zucker wird Calcium und Chrom verstärkt über die Nieren ausgeschieden. Außerdem wird auch hier Vitamin B1 stärker verbraucht. Zucker hat übrigens ähnliche Auswirkungen auf das Gehirn wie Kokain. Sprich, Zucker macht süchtig. Wer den Zuckerkonsum nur reduziert, wird immer wieder in alte Muster zurückfallen. Ich kenne das persönlich nur zu gut aus früheren Zeiten. Verzichtet man über einen längeren Zeitraum auf Zucker, braucht man ihn irgendwann überhaupt nicht mehr. Übrigens lieben Krebszellen Zucker, da sie ihn als Brennstoff verwenden. Bekommen sie Zucker, wachsen sie viel schneller als ohne. Auch die weit verbreiteten Laster Rauchen und Alkoholkonsum tragen dazu bei, dass wir mit Vitaminen und Mineralstoffen unterversorgt sind. Verstärkter Alkoholkonsum hemmt die Aufnahme der Vitamine B1 und B6. Außerdem fehlen dem Körper dann Vitamin C, Zink, Folsäure, Calcium, Magnesium und Niacin. Vielleicht kennen das ja einige, dass man nach einer durchzechten Nacht starke Wadenkrämpfe bekommt. Ein klares Zeichen dafür, dass der Körper nicht genug Magnesium zur Verfügung hat. Auch das Rauchen entzieht dem Körper wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Bei Rauchern findet man meistens Mangelerscheinungen in Bezug auf Vitamin C, B2, B6, B12 und Folsäure. Aber zurück zum Hauptthema. Eine Ernährung, die reich an Vitalstoffen und Antioxidantien ist, ist unverzichtbar, um die Baustoffe zu liefern, die für die Bildung des Testosterons nötig sind. Eine Ernährung, die den Testosteronspiegel erhöhen kann, ist übrigens auch perfekt für die Nieren und die Nebennieren. Denn diese beiden Organe sind besonders eng mit dem Sexualhormonhaushalt des Mannes verknüpft. So sind die Nebennieren neben den Hoden ein weiterer Produktionsort für Testosteron. Und die Nieren stehen mit dem Testosteron so sehr in Wechselwirkung, dass es heißt, die Nieren können beim Mann nur so gesund sein, wie es sein Sexualhormonhaushalt ist. Ist dieser gestört, leiden auch die Nieren. Man weiß beispielsweise, dass Männer mit Nierenkrankheiten meist einen überhöhten Östrogenspiegel und gleichzeitig einen niedrigen Testosteronspiegel haben. Kranke Nieren können sogar zu einer Impotenz führen. Aber kommen wir nun endlich zu den Lebensmitteln, die sich positiv auf den Testosteronspiegel auswirken und diesen unter Umständen sogar erhöhen können. Als erstes hätten wir hier den Sellerie. Sellerie enthält deutliche Mengen testosteronähnlicher Substanzen und ist außerdem bekannt dafür, die Nieren und Nebennieren gesund zu halten. Sellerie senkt zum Beispiel den Blutdruck, was den Nieren besonders gut gefällt. Wer täglich 3 bis 4 Stangen Sellerie zu sich nimmt, tut seinem Körper wirklich Gutes. Dazu kann man diese Selleriestangen zum Beispiel zusammen mit Grünkohl, Gurke oder Apfel entsaften. Grünkohl gehört zu den gesündesten Lebensmitteln überhaupt und da wundert es einen nicht, dass er sich positiv auf den Testosteronspiegel auswirkt. Der Grünkohl, aber auch andere Kohlgewächse verhindern mit ihren enthaltenen Stoffen, dass sich aus Testosteron zu viel Östrogen bilden kann. Kohlgewächse liefern überdies reichlich Beta-Carotin, Vitamin C, Chlorophyll, Magnesium, Calcium, Kalium, Eisen, Folsäure und eine Menge krebsfeindlicher Stoffe. Spinat ist ähnlich vitalstoffreich wie der Grünkohl. Dank seinem Nitratgehalt verbessert er außerdem die Sauerstoffversorgung der Zellen. Nitratreiche Gemüse verleihen dem Körper mehr Kraft und Leistungsfähigkeit und wirken einer körperlichen Schwäche entgegen. Hafer sollte in der Ernährung nicht fehlen und am besten täglich verzehrt werden. Er schmeckt gut und verleiht dem Körper im wahrsten Sinne Bärenkräfte. Er soll den SHBG-Spiegel senken und erhöht somit die Menge des freien Testosteron. SHBG ist übrigens ein von der Leber gebildeter Bluteiweißstoff, der unter anderem das Testosteron im Blut bindet, speichert und transportiert. Wichtig für den Mann ist aber eben das freie Testosteron.
Übrigens wirkt Hafer entspannend auf die Nerven, was dem Hormonhaushalt ebenfalls sehr nützt. Denn je weniger die Nerven belastet werden, umso weniger Stresshormone werden ausgeschüttet, die dann den Testosteronspiegel senken würden. Knoblauch gehört zu den klassischen Mitteln, um den Testosteronspiegel zu erhöhen. Allerdings muss man schon eine gewisse Menge zu sich nehmen, um alleine mit Knoblauch etwas zu bewirken. Man spricht von einer täglichen Verzehrmenge von etwa 15 Gramm, was etwa 5 Knoblauchzehen entspricht. Es werden immer wieder Stimmen laut, dass Knoblauch den Testosteronspiegel eher senken würde. Das kann tatsächlich passieren, aber dafür müssen 10-30% einer Mahlzeit aus Knoblauch bestehen. Und das dürfte sogar für Knoblauchfans eindeutig zu heftig sein. Zum Schluss haben wir dann noch die Pinienkerne. Sie gelten schon sehr lange als Aphrodisiakum und als Mittel zur Verstärkung der Libido und Potenz. Der griechische Arzt Galen, der von 129 bis 216 gelebt haben soll, empfahl an 3 Abenden hintereinander eine Mischung aus Pinienkernen, Mandeln und Honig zu verzehren, um eine Steigerung der Männlichkeit und Vitalität zu verspüren. Wie auch die bereits erwähnten Pinienpollen enthalten die Kerne testosteronähnliche Verbindungen und wirken sich so positiv auf den Testosteronspiegel aus. So, jetzt habe ich euch mit dieser kleinen Serie einiges an die Hand gegeben, was ihr für einen besseren Testosteronspiegel machen könnt. Es sind viele verschiedene Wege, die hier möglich sind, und jeder hat nun die Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu finden. Ich wünsche euch, dass ihr nun eben diesen eigenen Weg findet und ihr in Zukunft fit und vital seid und euer Leben unbeschwert genießen könnt. In diesem Sinne, bleibt gesund, eure Sandra.